sehr nahe. Sie schleichen sich leise zwischen den Armeen der Imperialen, des Chaos und der Orks, um eine Mission zu beenden, die weit wichtiger als der Titan ist. Das Einzige, was sich noch zwischen ihnen und ihrem Sieg befindet, ist der größte Ork War, den sie je gesehen haben. Die Elder müssen sich durch die Hauptarmee der Orks schleichen und dabei unentdeckt bleiben. Sollten sie versagen, werden sie von der überwältigenden Anzahl ihrer Gegner zermalmt. Mit diesen freudigen Aussichten auf diese Mission starten wir auch diese sogleich bei Let's Play Winter Assault. Jawoll. Prophetin Taldir, was ist los? Ihr seht krank aus. Ich bin nur etwas erschöpft. Der unsterbliche Feind kommt näher und schwächt meine Macht. Wir werden ihn erwarten und besiegen. Der Warp-Portal-Knoten und der Stein befinden sich in Sicherheit. Gut, denn ohne den Stein können wir das, was uns erwartet, nicht aufhalten. Aber es gibt noch viel zu tun. Wir können nicht fort von hier, ohne dass wir die Orks auf uns aufmerksam machen würden. Ihr Anführer besitzt interessante Technologie. Setzt unsere Ranger ein, um diesen Ork-Boss zu eliminieren, bevor sie angreifen und uns alle vernichten. Interessant. Wir müssen den Ork-Boss eliminieren, und zwar schnell. Seine Macht wird jede Minute stärker. Greift wie ein Sturm an und tötet den Ork, bevor seine Untergebenen uns entdecken. Ihr habt uns gerufen. Tja, dann forschen wir mal etwas. Die Infiltration, kennt ihr? Hier die Heilstation. Bedeutet, dass Infiltrierte in der Nähe von Warp-Portalen geheilt werden. Hier haben wir die Gunst des Schicksals. Erhöhte Panzerung, eigene Einheit in der Nähe der Runenprophetin. Zielgeräte normal, gleich wie bei Space Marines. Verstärkte Rüstung, genau gleich wie bei der imperialen Armee. Und Plasmagranaten. Die Zeit des Krieges ist. Ich frag meine Granaten. Meine Musik ist die Säule, auf der ganze Welt wandeln. Wir wandeln abseits der Wege. Wir haben uns schon zu vielen dunkleren Orten. Also gut, wir starten mit Scharfschützen und müssen einen Ork-Boss eliminieren. Nennt uns ein Ziel. Verdammt, das kommt mir bekannt vor. Leider. Wir lieben es, umherzustreifen. Wir lieben es, umherzustreifen. Forschung abgeschlossen. Hehehe. Na gut. Gibt es etwas Großartiges zu erzählen? Wir lieben es, umherzustreifen. Wir spielen hier ausnahmsweise einmal die Elder. Wir kehren zum Tja, das sollte nun eher nicht passieren. Ja, genau. Ich bin kein wirklich großer Schleicher, sagen wir es mal so. Zumindest nicht in Strategiespielen. In anderen Spielen, okay. Also, Schleichspiele gehen, aber sicher nicht in Strategiespielen. Ja. Ja, mit Scharfschützengewehren vor allem 5 Meter Entfernung schießen ist natürlich. Die Orks haben unseren Standort lokalisiert und umzingeln uns. Sie sind weiter in dieses Gebiet vorgedrungen, als wir dachten. Und schlimmer ist, dass sie das verlassene Kanalisationssystem nutzen. Schnell! Wir müssen unsere Basis verlegen. Die Kristallsänger sollen sich teleportieren und ein Warp-Portal bei unserem nächsten Standort errichten. Ich bin böse, weil ich weiß, was passieren wird. Nein. Im Ernst habe ich diese Mission bereits vor 10 Minuten schon einmal gespielt. Alles aufgenommen, ich stieg knacke und dann habe ich verloren. Weil ich geschlafen habe. Das darf nicht geschehen. Hm.
Diese Fehler wird sicher kein zweites Mal passieren. Dass ich schlafe. Und deshalb meine Basis, so dieses Gebäude. Ich verliere es. Das will ich nicht. Aber das passiert, wenn man nicht ganz bei der Sache ist. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich in dieser Mission verloren habe. So, hier haben wir auch schon wieder diesen LP-Effekt, oder? Genauer. Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert. Was muss getan werden? Allen geht's gut. Wir stimmen zu. Genau, sie stimmen mir zu. Wir werden woanders gebraucht. Vielleicht. Es ist ein bitterer Tag. Die Orks werden bald durch die Kanalisationsrohre brechen, um an uns heranzukommen. Wir müssen unsere Portale für die Flucht erreichen, aber wir haben nicht genug Zeit angekommen. Wir müssen auf unsere Fähigkeiten vertrauen. Ich bete, dass es reichen wird. Beten ist immer gut. Ja. Vielleicht ein kleiner. Aha. Interessant. Vielleicht etwas über Ella. Also, Rune Prophetin Thaldea ist ein Charakter, der wirklich uns bis wirklich zum Ende dieses Spiels begleiten wird. Auch wenn sie, sagen wir mal, auch wenn ein Elder stirbt, ist er nicht ganz verloren. Erstens, hier kann ich mal ganz fies etwas durchrutschen. Hier wäre mir ein Ziehsturm einiges lieber, aber egal. Kann es sich oft nicht aussuchen. Vielleicht Artistentrupps. Wenn ein Elder stirbt, ist die größte Angst, dass seine Seele von Chaos Godslanisch gefressen wird. Die allergrößte Angst, die jeder Elder hat. Aus diesem Grunde trägt jeder Elder einen Kristall. Dieser sogenannte Seelenstein band die Seele nach dem Tod des Elder und verwahrt sie. Diesen Grund können auch große Krieger nach ihrem Tod noch gebührend geehrt und alles Mögliche werden. Auch Thaldea ist mit einem Runenstein, also ein Runenstein oder ein Seelenstein. Dieser Seelenstein wird auch nochmal von größter Bedeutung sein. Falls man die Elder mag und im letzten Teil die Elder spielt. Genau so wird das sein. Wird nun Zeit, ja, unseren Kampf. Okay. Hier haben wir inzwischen bereits den nächsten Standort für die nächste Basis. Ich werde ihn natürlich sofort vorbereiten. Wir versuchen mal etwas an Orks zurückzudrängen. Denn dann stürmen diese ganzen Orks, stürmen dann in meine Basis, wenn dieser Countdown abgelaufen ist. So wäre es äußerst zu empfehlen, hier mit ein paar Fähigkeiten drauf zu moschen. Ungefähr so. Also, ich mag die Thaldea. Die Runde Prophetin ist echt die geilste Einheit, die Elder besitzen. Das finde ich ehrlich. Auch wenn die Elder sonst nicht wirklich viel haben, außer eine Ratusee und die Runde Prophetin. Und vielleicht die schweren Panzer, aber sonst. Also. Sonst besitzen die Elder nicht wirklich viel, aber das ist cool. Das mag ich. Das gefällt mir. Weil ich diese Fähigkeit in 30 Sekunden bestimmt nicht mehr bekomme. Wir gehen unseren Weg. Dann geht euren Weg. Vielleicht noch ein, zwei Gardistentrupps bauen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Voll die klassischen Sprüche, Mann. Naja, voll. Klassisch eben.
Okay, also die Seelensteine habe ich bereits erklärt. Auch das der Runenprophet in Taldea. Ja, die mag man einfach. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie. Ich mag die älteren Runenpropheten generell. Weil das Design dieser Runenprophetinnen auch cool ist. Zeit des Krieges ist nah. Jetzt wäre der Moment, wo ich verschlafen hätte. Und das wird mir nicht noch einmal passieren. Niemals. Ja, aber ich habe auch etwas mehr. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, diese ganze Orkstrecke zu zerstören. Ich glaube schon. So schwer dürfte das auf diesem Schwierigkeitsgrad auch nicht sein. Außer man verschläft. Ganz riskieren möchte ich das auch nicht. Bis dahin!